Hallo, ich bin Christina Jurik und zeige euch heute eine kleine Landschaft. Wer noch nie mit dem Aquarell zu tun hatte, ist dieses eine wunderbare Übung, um ein bisschen Gefühl für die Farben zu bekommen, wie sie laufen, wie viel Wasser im Pinsel ist, wie viel Wasser auf dem Papier ist. Man kann ein Stückchen lernen, indem man zuschaut, aber man kann ganz, ganz viel lernen, indem man es selber tut. Man lernt das Autofahren auch nicht beim Zuschauen und dieses Gefühl, wie nass, wie trocken das Papier ist oder wie viel Pigment im Pinsel ist, bekommt ihr wirklich nur in den Griff, wenn ihr es selber tut. Ich habe hier zwei Wassernäpfe stehen. Ich habe einmal eins, das ist mein Dreckwasser und daneben steht das saubere und die stehen immer in der gleichen Position. Und jetzt mische ich mir einmal ein bisschen Gelb an. Ich werde jetzt nur mit der warmen Gruppe der drei Grundfarben arbeiten. Das ist Cadmiumgelb, Cadmiumrot und Ultramarin. Und ich lege jetzt eine gleichmäßige Lavierung, nennt man das so schön im Aquarell, über die ganze Bildfläche an. Ich habe mein Stückchen Aquarellpapier schön fest abgeklebt hier mit Maskierband. Also es ist schön befestigt, es kann nirgendwo hin. Und verteile das hier gleichmäßig, da kann man sich so richtig schön einpinseln. So, Pinsel auswaschen, jetzt kommt mein Rot dazu. Und ich lege das Rot hier drüber. Ein bisschen nachlegen. Es ist schon fast meditativ und man kann es stundenlang machen, vorausgesetzt man hat ein gutes Aquarellpapier, das es aushält. Es gibt einige Papiere, die nicht so gut verleimt sind und die lösen sich dann schon nach dem dritten, vierten Mal, wenn man dann drüber geht, auf. Die machen diese Geschichten nicht mit, aber ein gutes Papier hält das sehr gut aus. So, jetzt habe ich Gelb und Rot, dann wird das leicht Orange. Und jetzt mische ich mein Ultramarin an dazu. Und lege hier ebenfalls wieder eine Schicht drüber. Ich achte ein bisschen drauf, dass es nicht zu hell ist und nicht zu dunkel ist. Aber ihr seht, jede dieser Farben leuchtet immer noch ein bisschen durch. Und ich kann jetzt dieses Spielchen, wie gesagt, stundenlang fortführen. Das machen wir jetzt nicht, aber ich gehe noch mal ein bisschen drüber, um euch zu zeigen, dass ihr die Stimmung von dieser Fläche jeweils ändern könnt, indem ihr das ein bisschen mehr in die warme Richtung drückt, ein bisschen mehr Rot. Oder wie eben hatte ich etwas zu viel Gelb, das war mir zu gelb, dann wird es zu grünlich. Ich schaue, dass ich ein bisschen ins Warme gehe und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen oben mit Ultramarin drüber. Und wenn ihr meint, es ist gut, euch gefällt die Stimmung, die hier ist, dann hört ihr auf und lasst das Ganze trocknen. Es ist jetzt sehr, sehr feucht. Es würde jetzt eine Zeit dauern, um es zu trocknen. Ich helfe da sehr oft mit einem Föhn nach. Manche sagen, dass es die Farben verändert, dass es sie stumpf macht. Es kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es so ist. Es beschleunigt den Prozess. Das Einzige, was es aber macht, wenn ihr Pigmente habt, die granulieren, es nimmt den Granulationseffekt, weil das Pigment zu schnell trocknet. Aber wenn ihr nicht auf einen Granulationseffekt auf seid, dann kann man es getrost föhnen. Ich warte jetzt aber noch mal einen Moment, bis ich es ganz trockne. Ich mache jetzt hier die Ränder etwas sauber. Wenn ihr euer Blatt abklebt, müsst ihr immer ein bisschen schauen, dass sich hier kein Wasser sammelt, dass es Rückläufe gibt, dass das Wasser mit dem Pigment wieder hineinläuft. Man kann immer ein bisschen schief schauen, mal drauf sehen. Ja, es steht nirgendwo Wasser, weil wenn in der Mitte Wasser steht, dann sollte man es nach einer Richtung ablaufen lassen, weil sich sonst hier
die Farbe sammelt in der Vertiefung und das sieht dann nicht so schön aus. Ich habe jetzt hier ein ganz normales Kleenex und nehme jetzt hier unten mal ein bisschen Farbe heraus. Ich habe im Kopf ein bisschen eine Strandlandschaft. Es ist eine ganz einfache Landschaft, es ist gar nicht kompliziert. Ich nehme ein bisschen für den Strand heraus hier vorne und mache auf der rechten Seite vielleicht ein bisschen eine Düne, die ich etwas höher ziehe. Ja, ihr seht, das Pigment drückt es etwas herunter. Mein Brett liegt auch ein bisschen im Winkel, nicht viel, aber ein ganz wenig und deswegen läuft die Sache nach unten. Ich wische das hier ein bisschen weg. Und das Pigment ist fast verschwunden, ein bisschen Grau bleibt übrig und mein schöner Himmel, der sich hier gestaltet. Jetzt hole ich nochmal meinen Pinsel, bevor ich es trockne. Kann auch das Pigment noch ein bisschen hereinziehen. Also spielt einfach, macht euch mit dem Medium vertraut, schaut, was passiert. Nochmal ein frisches Taschentuch hier. Das ist ganz schön, dass jetzt die Farbe hier nachläuft und es gibt ein bisschen eine harte Kante. Das ist ganz schön dann für eine Dünenkante. So, jetzt gehe ich das Ganze mal kurz trocknen, föhnen und bin gleich wieder da. Ihr seht, es ist doch um einiges heller geworden. Und wenn man Aquarell malt, dann muss man wissen, aber das bekommt man dann auch aus der Erfahrung heraus, dass wenn es nass ist und richtig aussieht, ist es falsch. Also man muss immer noch mal ein bisschen dann drauflegen, weil wenn das Wasser weggeht, nur noch das Pigment übrig bleibt und das immer etwas heller. Das Wasser reflektiert ja das Licht und dadurch sieht es immer stärker aus, wie es dann aber auftrocknet. So, ich habe jetzt hier meinen Strand, ein paar Dünen und jetzt werde ich mal ein bisschen mehr andeuten. Dafür gehe ich wieder ins Ultramarin, ein ganz kleines bisschen vom Cadmiumrot hinein, dann wird es ein bisschen dunkler. Ich drehe das Blatt jetzt ein wenig als Richtsender, dass ich auch gut hinkomme und mein Meer hier auch einigermaßen gerade reinziehen kann. Ihr müsst es so weit trocknen, dass eventuelle Berge, die da entstanden sind, Hügel, sagen wir mal Hügel, dass die wieder weggehen, damit ihr einigermaßen gerade den Horizont hier reinziehen könnt. Wenn ich meinen Pinsel jetzt etwas parallel zum Papier halte, dann seht ihr schon, er geht über die Vertiefungen vom Papier heraus und ich bekomme etwas Struktur. Ich kann jetzt auch von der ersten Schicht, die ich gelegt habe, jeweils etwas durchschimmern lassen, dann sieht es schon aus, als ob da Wellen in der Entfernung sind. Und je weiter ich nach vorne komme, stufe ich das ein bisschen ab. Ich mache den Pinsel jetzt sauber, ziehe die Farbe, habe ich herausgewaschen und ziehe jetzt die Farbe, die hier ist, ein bisschen nach unten. Man nennt das auch Auswaschtechnik. Lasse es leicht hier auslaufen, damit ich hier eine weiche Kante bekomme. So, immer noch habe ich meinen großen Flachpinsel hier, 1 Zoll. Mit dem arbeite ich immer so weit wie möglich und versuche nicht zu schnell einen kleinen Pinsel zu nehmen, weil man fummelt dann doch zu gerne gleich mit viel zu viel Details rum. Es ist mir jetzt hier unten ein bisschen zu hell und ich mische jetzt die drei Farben nochmal wieder zusammen und lege hier noch ein bisschen Farbe hinein, deute praktisch ein paar Grasbüschel vielleicht an, je nachdem, welches Pigment überwiegt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Grün, da ein bisschen mehr Gelb, dann kann ich wieder ein bisschen mehr Rot durchscheinen lassen. Ich möchte es ja nicht zu bunt machen. Aber wenn ihr in diesen drei Farben bleibt, kann nicht allzu viel passieren. Ihr habt automatisch eine Farbharmonie. Je mehr Farben ihr nehmt, desto leichter kippt das auseinander und es wird zu bunt. Musik.
Das ist so ein Ding hier. Das ist nämlich schön flexibel und biegsam. Es geht schon auch eine alte Telefonkarte, aber die ist nicht ganz so biegsam. Und mit der kann ich jetzt hier ein paar Gräser herausziehen. Ich ziehe praktisch die Farbe nach oben weg. Hier unten entstehen helle Gräser und die Farbe zieht sich raus und da oben habe ich dunkle Gräser. So, auch hier unten noch ein paar. Und so belebe ich das Ganze schon mit ein paar Grashalmen. Und mit ganz wenig Aufwand haben wir schon eine kleine Strandszene. Jetzt würde hier im Himmel, könnte ich zum Beispiel nochmal eine Sonne herausholen, herauswaschen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch das mal kurz, wie es geht. Dafür muss das Papier ganz trocken sein, das ist es. Und ich habe hier einen Borstenpinsel, einen Schrubber. Den mache ich leicht feucht, tupfe ihn wieder ab. Ups, so. Und jetzt setze ich hier, ich achte darauf, dass die Sonne nicht unbedingt in der Mitte vom Bild ist, so ein bisschen goldener Schnitt. Hier ist eine gute Position, vielleicht hier oben. Also man setzt es nicht gerade mittig. Ist auch ein schönes Gegengewicht jetzt zum Grasbüschel hier. So, und jetzt mit leichten kreisenden Bewegungen entsteht hier meine Sonne. Manchmal wird die Sonne immer größer, weil ich sie nicht ganz so rund bekomme. Schauen wir mal, es passt. Und wenn es noch nicht ganz so rund ist, habe ich auch noch so einen kleinen Schrubbelpinsel. Der ist etwas kleiner, da kann ich dann die Feinheiten noch ein bisschen mit abstimmen. So, jetzt ist ein bisschen runder. Es ist jetzt noch ein bisschen feucht. Ich kann auch noch ein paar dunkle Gräser dazusetzen. Dafür nehme ich meinen kleinen Pinsel hier. Das ist ein Schlepper, auch Linierer genannt. Der ist sehr lang und sehr dünn. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob es schon geht oder ob das Papier noch feucht ist. Im Zweifelfall tut es immer vorher trocknen, weil es ist nicht so schön, wenn alles davonläuft und ihr statt einem dünnen Grashalm dann plötzlich einen Baum da stehen habt. Kann vielleicht auch gut aussehen. Ja, es ist schon trocken hier, es geht. Aber manchmal passt er eben nicht hinein. So, noch ein paar dunkle Akzente. Und Vögel könnte man jetzt auch noch. Machen wir noch ein paar Vögel. Und irgendwann müssen wir dann aufhören, sonst wird es zu viel. Das ist immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, wann bin ich fertig. Man kann auch schnell zu viel machen. Ein Bild, was in der gleichen Technik entstanden ist, zeige ich euch noch mal kurz. Auch die Farben sind übereinander gelegt und es ist herausgewaschen worden und es wurden wieder ein paar dunkle Gräser reingelegt. Mit diesen Übungen bekommt ihr das Aquarell schon mal ganz gut in den Griff. Thank you.